Der Zauberer von Oz, auch in originaler Videokassette. Wir nehmen jetzt hier ein paar Bilder auf und noch ein Video für den Kunden. Dabei ist nicht nur das betrunkene Auge ein Problem. Leer wie ein Bierfass. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir sind wieder mal unterwegs, wir sind wieder am Auto. Und was haben wir mit dabei? Mal wieder den Regen. Das ist wirklich unser größter, natürlichster Feind im Moment. Einfach aufgrund dessen, dass die Leute ihre Autos nicht inserieren, weil sie sagen, auf Bildern sieht der jetzt gerade eh scheiße aus. Dann brauche ich ihn nicht inserieren. Genauso sagen aber auch die Leute, die schon die Autos etwas länger inseriert haben, wir können uns nicht treffen, weil es regnet. Das bedeutet also, wir sind hier so ein bisschen aufgeschmissen und haben wirklich Probleme, sinnvolle Autos zu finden. Wir haben im Moment zwei Autos, die wir uns heute anschauen wollen. Wir müssen jetzt kurz zur Spedition rüberfahren. Dort müssen wir kurz was abgeben und dann wollte ein Kunde von mir nochmal ein Video haben von dem Auto, was er bei mir gekauft hat. Ich denke mal, wir sind in 10 Minuten da und dann schauen wir mal weiter, wie es heute vorangeht. So, wir sind an der Spedition angekommen. Wir konnten uns nach drinnen verkriechen, weil ja, es regnet wie Sau. Wir nehmen jetzt hier ein paar Bilder auf und noch ein Video für den Kunden, weil der Kunde hat nämlich bei uns diese ZR1 gekauft. Und wie man unschwer erkennen kann, fehlt der Kleinen auch ein bisschen was. Und dabei ist nicht nur das betrunkene Auge ein Problem, sondern sie hat einen hohen Kilometerstand und sie wurde halt nicht ganz pfleglich behandelt. Aber dafür hat der Kunde nur ca. 40% des Fahrzeugwertes bezahlt. Ich denke, das ist ein ganz guter Deal für ihn. Damit haben beide Seiten gewonnen. Wir konnten den Kunden glücklich machen, dass er wirklich ein absolutes Schnäppchen geschlagen hat. Aber er muss halt auch auf jeden Fall ein bisschen Arbeit mit reinstecken. Wir machen jetzt Folgendes, wir machen ein paar Bilder. Der hat uns nach ein paar speziellen Sachen gefragt. Wir machen jetzt auch nochmal ein kurzes Video, was er von uns bekommt, was auch sonst alle Kunden von uns bekommen. Und ja, machen wir einen kleinen Walkaround, ne? Hey my friend, your Corvette arrived today at the warehouse. So this is a car, you can hear the noise in the front. So that's from the pulley probably. Don't worry about the no key, because when the car arrived yesterday, it has no keys, but I have the keys with me obviously, otherwise the car wouldn't run. We have some old warranty stuff and here you can see some things about the car, which is super cool. It had a CB funk, I don't know why, but you know, back in the days this was cool. So, wir sind jetzt eigentlich durch. Wir haben jetzt ein paar Bilder gemacht, die gehen jetzt nach Slowenien, da kommt nämlich der Kunde her. Und wir müssen uns jetzt auf jeden Fall irgendwo hin bewegen, wo es nicht so viel regnet. Wir fahren jetzt nach Merced und werden mal schauen, ob wir dort vielleicht das passende Auto finden. So, wir sind jetzt hier angekommen. Wir haben uns hier irgendwo im Nirgendwo verirrt. Aber wir haben jetzt hier einen 107er. Den schauen wir uns mal gemeinsam an. Der sieht ein bisschen wild aus.
Wenn die Basis stimmt und wenn er rostfrei ist, dann wäre es gar nicht so verkehrt, ihn trotzdem mitzunehmen. Und hier sehen wir nämlich, dass hier kommt man super drüber. Hier sind keine Erhebungen, das passt. Hier auch keine Bläschen oder sowas. Also die Karosserie ist echt in einem sehr schönen Zustand. Kann man gar nichts anderes sagen. Also was wir auf den ersten Blick nicht haben, ist so einen muffigen Geruch, was manche Autos haben. Was zumindest schon mal darauf hindeutet, dass er nicht irgendwo im Wasser stand oder irgendwo so eine feuchte Gegend abhatte. Aber er ist sowieso am Dach und an der Heckklappe komplett ausgeblichen. Das hat auch damit zu tun, dass die Sonne hier natürlich sehr aggressiv ist, aber auch der Ami poliert das hier 10, 15, 20 Mal im Jahr. Das trägt natürlich immer die Klarlackschichten ab und dann kommt hier sowas bei raus. Ne? Radläufe sind super. Ich gehe mal eben das Messgerät holen und dann schauen wir uns die nochmal genauer an. So, wir schauen uns mal die Lackdichte an. Gar nicht so schlecht. Wir haben eine Lackdichte oder eine Lackstärke von ungefähr 70 bis 120. Das ist Erstlack auf jeden Fall noch. Unterhalb der Servopumpe ist es ein bisschen ölfeucht. Wir schauen uns mal jetzt hier das Öl an. Ne, Öl ist in Ordnung. Wir haben hier nämlich unten haben wir Kühlflüssigkeit. Aber das hat hier nichts verloren. Der ist leer wie ein Bierfass. Wir werden ihn gleich mal anschmeißen und gucken, ob der überhaupt richtig läuft. Okay. Hopefully this works. Hopefully it doesn't explode. No, it shows me a little bit. You know, when it's running without coolant, so for a longer time you can smell the rubber, you know. So that's, you know, I don't want to over pressure push it, you know. So okay. That's a mess. Kabeltrommel. Nicht zurückgegebene Videokassetten. Rosewood. Der Zauberer von Oz, auch in originaler Videokassette. Amerikanische Fassung. Eieieiei. Also, hier ist echt viel Müll drin, ne? So you towed it away from someone, or it was on someone else's yard, or? No, it was on someone else's yard, yeah. Ah, okay. And we bought it from them, brought it over here. Okay. Wir haben gerade mit dem Verkäufer gesprochen, haben uns jetzt auf den Preis geeinigt, wo ich sage, dafür kann man das Auto mitbringen. Warum nehmen wir es mit? Ganz einfach. Die Karosserie ist in einem wirklich, wirklich Hammerzustand. Wir konnten nichts entdecken, keine Nachlack, oder beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob es der Erstlack ist. Ich vermute ja. Obenrum ist er eh runter, aber wir haben auch keine Spachtelorgien oder sowas. Das heißt, aufgrund dieser Basis lohnt es sich, das Auto mitzunehmen. Ob wir den jetzt fit machen, wir haben auch übrigens gerade erfahren, dass die Kühlflüssigkeit, die hat das Auto hier in der Halle verloren. Das heißt, da wird irgendwas undicht sein. Wenn wir Glück haben, ist eben keine Zylinderkopfdichtung oder sowas kaputt, weil das Auto einfach nicht gefahren wurde. Das heißt, wir werden den Kühler prüfen, wir werden das Kühlsystem prüfen. Vielleicht ist es auch nur ein Thermostat oder sowas. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber er kommt mit und das ist der nächste Fang, der mit nach Deutschland kommt. Der Mercedes kommt auf jeden Fall mit. Ich denke, das ist ein ganz guter Fang. Die Basis ist wirklich solide. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Modesto. Dort schauen wir uns morgen zwei Autos an. Aber jetzt geht es erstmal ins Bettchen, weil es wird jetzt auch schon langsam dunkel und es reicht dann auch für heute.